Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Shiny Gold. Muss ich bloß einmal was gucken? Ah, er nimmt die Turme da auf. Ja, Ich kann euch, oder machen wir es alles? Zum Anfang erstmal. Ich kann euch leider den Kampf gegen den Arenaleiter auf der Insel Anemonia City nicht mehr zeigen. Da ich den Arenaleiter mit Fraps aufgenommen habe. Oder aufnehmen wollte. Was Fraps leider nicht gemacht hat. Ja. Das ist nun leider der Fakt. Und ich habe es auch erst zu spät bemerkt. Erstmal kurz zu den letzten beiden oder die letzten drei Kämpfen. Der Typ hier hatte zwei Pokémon. Ein Marsholo und ein Rasa. Der hatte zwei Mankeys, zwei Rasa. Zwei Mankeys, ein Rasa. So. Also drei Pokémon. Und der Arena-Leiter natürlich zwei. Ein Grasshopper und ein Quappo. Das wollen wir mal wegmachen hier. Oder mehr oder weniger gesagt minimieren. So. Dann. Ja, zur Aufnahme. Ich habe es leider zu spät bemerkt. Und habe auch schon abgespeichert. Ich hatte das Problem auch etwas gelöst gehabt, weil man Visual Boy die Minus-Aero-Oberfläche nicht nimmt. Also er startet nur unter Basic. Windows ändert das ja. Naja, glücklicherweise kann man noch nicht sagen. Aber automatisch halt ins Basic Design. Naja. Ich habe das Problem zwar gelöst gehabt, aber na gut, Fraps hatte dann zwar aufgenommen, aber komischerweise blieb das Bild stehen in der Aufnahme. Ich meine, ich konnte zwar so weiterspielen, aber als ich die Aufnahme halt beendet hatte, war bloß halt das Bild zu sehen, wie ich vor dem Pokémon Center stehe. Ja. Man hört mich zwar reden, man hört die Musik des Spiels, aber nichts weiter. Ja, dann hatte ich mit Camtasia aufgenommen. Habe aber nicht gemerkt, dass er, naja, eine andere Audioquelle hatte. Und ja. Nun nehme ich erst das dritte Mal auf, aber diesmal auch wirklich mit dem Mikrofon eingang. Und ich hoffe mal, dass es jetzt auch wirklich klappt. Jedenfalls, ich werde weiterhin das Pokémon Shiny Gold mit Camtasia aufnehmen. Das heißt, es kann ein bisschen dauern, bis ich denn die Parts hochlade. Aber die Parts, die kommen auf jeden Fall jeweils Montag und Dienstag. Das wird auf jeden Fall so sein. Es tut mir nun leid, dass es so laufen musste. Das war nun wirklich nicht meine Absicht. Entschuldigt bitte. Seid mal also bitte nicht allzu böse. Ja. Also weiterhin viel Spaß mit Pokémon Shiny Gold jetzt. So, der hatte ein Pokémon. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches er hatte. Wir werden mit Smapple kämpfen. Ach so, er hatte das Aron. Ja, klar.
Jetzt weiß ich's wieder. Und werde ich mal hoffen, dass es auch so gut wie beim letzten Mal klappt. Ja. Ist sogar noch besser als ein zweites Mal. Ja. Naja, gut, geschafft habe ich es. Ich habe es auf jeden Fall geschafft wieder. Aber ich war wenigstens erst so schlau gewesen beim ersten Mal. Und hab's unter einen anderen Namen gespeichert. Von daher ist es nicht allzu wild, dass ich das jetzt nochmal wieder neu machen kann. Ja. Das ist komischerweise immer so. Ich bin immer gleich beim ersten Mal besiegt. Aber nicht so schlimm, ich habe immerhin noch bin Liebe. Da. Na gut, es ist verwirrt, das ist egal. Juhu. Ja, Giftstachel. Na toll. Echt super. Ja, dann nehmen wir doch mal ganz klar Max. So kriegt Max wenigstens noch EP-Punkte. Steelix, ja. Normalerweise hätte ich jetzt nicht gewechselt, aber... Da Max sowieso drauf gehen würde beim ersten Kampf gegen Steelix. Was soll's? Treffer! So schön! Genau das wollte ich erreichen! Das schwächt zwar die Wasserattacken, aber das ist egal. Das ist vollkommen schnusspiepigal. 5 Runden hält es sowieso aus. So, das wäre die zweite Runde. Aber dafür stärkt es halt die Feuerattacke. Das ist sehr schön, dass du Sonntag eingesetzt hast. Das war mein Fehler. Oder auch ein Fehler meinerseits. So, jetzt setzt die Hyperheiler ein. Lustig doch. Ja, das kommt davon, wenn man den Kampf schon das dritte Mal bestreitet. Weil zwei Aufnahmen total versagt haben. Oh, super Heiler. War auch wieder so klar. Das kommt davon, wenn die Leute einfach nicht verlieren können. Wenn sie nicht wissen, dass es vorbei ist. Okay, das ist das erste Mal, dass der Eisenschweig wieder trifft. Ja, Smeppo. Smeppo muss leider mal ein bisschen leiden. Aber ich denke mal, dass Smeppo das verkraften kann. Bilber. Das muss ich in den ersten beiden Kämpfen nicht machen.
Ja, jeder Kampf ist anders. Super Heile. Ja, so hat Max wieder volle Power. Und Smapper hat verloren. Nein! Ein Fehler, den ich begangen habe. Den ich vermutlich nie wieder machen werde. So. Und wenn alles gut geht, dann... Oder wenn es so läuft wie beim letzten Mal. Dann sollte man die Tiere mit einem Schlag besiegt sein. Und so. Okay, wir haben Jasmin wieder besiegt. Und 7000. Wunderbar. Camp 23. Und wir sehen uns wieder, wenn ich meinen anderen Spielstand geladen habe. Also, bis dann.